Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 und ratet mal, wer dabei ist. Hallöchen! Hallo! Es könnte sein, dass wir uns ein bisschen merkwürdig anhören, weil das Mikrofon hier so mitten im Raum steht. Ja, das ließ sich jetzt auf die Schnelle nicht besser regeln. Ja, Luca Dora wohnt ja in so einer Japanerbude mit 10 Quadratmetern. Das stimmt nicht, Mann. Es sind nämlich 28. Entschuldigung, ich wollte nicht übertreiben. 42,5. Sieh. So, wie weit bist du denn? Ich mach jetzt. Ich kann dir das ja mal zeigen, warte. Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier. Das will ich gar nicht sehen. Ich will wissen, welche Mission du machen musst. 12%. Ist bei 12%. Hast du einen Überfallschaden in dir, den ersten? Nee, da kommt der Ball jetzt demnächst. Wir nehmen das mal. Das ist ein Motorrad. Fuck! Böse. Copyright. Like a Gamer. Da muss man nochmal drauf achten. Ja, halt doch die Fresse! Spaß. Ich meine, leise könnten wir es ja anmachen, wenn wir die ganze Zeit labern, aber das tun wir ja eh nicht, deswegen. Champagne! Nein, das ist nicht hier auch noch. Nicht hier auch noch. Das reicht schon, wenn wir das im Online-Let's Play gemacht haben. Oh ja. So. Das könnten wir heute auch noch machen. Wo fährst du denn, mein Gutser? Ich fahr zu Fremden und Freaks, also zur dritten Mission ist. Das. Wunderbar. Yeah, das Motorrad ist geil. Oder? Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Warst du schon im Stripclub? Außerhalb des Let's Plays? Oder innerhalb? Nein, ich bin unschuldig. Du machst sowas nicht, ja? Nein. Ja, weil eine Freundin von mir, die war ja hier. Also egal, wer hier bei mir ist oder mal GTA spielt, die gehen grundsätzlich in den Stripclub. Ich war nie in dem Stripclub drin, aber die gehen dauernd rein. Ja, das muss. Ohne, dass ich was sage. Das muss, Alter. Die denken wahrscheinlich, bei dem Schuh kann man shoppen. Das war suboptimal. Nö. So. Ich wollte ja eigentlich da abbiegen, aber... Ja, also, geplant war es, aber das war mal nix. Ne. Du musst ein bisschen auf die Zeit achten, so 10 nach müssen wir... Naja. Voll professionell und so, das sollen wir auch Aufnahme zu sagen, gell? Viertel nach müssen wir aufhören. Ja, ich und professionell, was ist bei dir falsch? Das kann ich auch. Willy! Achso, das macht kein Willy. Das ist ein scheiß Motorrad. Ist ja nicht so, als hättest du deinen Tank da hinten rechts und links dran. Alter. Ach, doch, ja, what the fuck, trifft's auf den Punkt. Yo. Hey, look, man. Look! You are like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Das höre ich öfters. Ach, hier Ihmchen. Ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, was das für eine Mission ist. Ich weiß, wer das ist. Hab ich gestern erst gespielt. Ich hab gestern mal die Fragezeichen abgearbeitet. Was ist das denn für einer? What the fuck? Give me that motherfucker. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's alright. What the fuck you talking about? Whoa, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message is that sending our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! They're not magic. No, they're no better than me. They're no better than me. Shit. Oh, shit. Oh, my God, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Gosh, the fucking megastar! No, leave me out your shit, man. Oh, no, we can make boku bucks here, man! We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on, man! Come on! What the fuck is wrong with me? Let's go! You drive, I'll get the shot!
Das macht Luigi. Get us right up alongside that limo. Okay. Get in. He's a goddess. He's a whore. Open it up, you cow! Wie schnell so eine Limo werden kann. Also ich würde ja rechts fahren. I love you, Miranda. You know you want it, Cowan. I don't believe it. She's slamming a speedball in her. Dass ich erstmal die Fotos an auf dem Motorrad, weißt du? Was für ein Spaß. Oh, you're human. You bitch. Warte. Keine schlechte Idee. They don't call her the silicone slattern for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Oh, man, no wonder this whole town's in third. Das war so klar. Da. Bitteschön. Lass mich fahren. Ich habe ein bisschen mehr Ahnung davon. So, Luca Lora hat jetzt den Controller. Ich nehme meine Müllermilch. Oh, Schleichwerbung. 10 Euro für mich. Kaching. Musst du zahlen oder kriegst du? Ich muss sie zahlen, aber verrat's keinem. ich muss gerade mal. Okay. Hochprofessionell. So. Oh mein Gott, er benutzt auch einen Broadcaster. Ich könnte auch Raps benutzen, aber ich hab keinen Bock zu rennen. Get us right up alongside that limo. Ich kann die Geräusche machen. Nee. Homewrecker. There's nothing special about you. Hey, here! You bitch! I don't believe it! She's slamming a speedball in there, man! This is journalistic gold! Come on! You ruined Mark Vossenberg's wife's life! You don't look a day over 45! Man, they don't call her the silicone slattern for nothing! She looks like a bloodhound in a wind tunnel! God, oh, I love immer noch geil. Oh, man, geil. No wonder this whole town's in therapy. So, jetzt bist du gestorben? Give me something! Anything! Oh, stop pretending to cry! Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Give me more! We done yet? No, she still looks too good! I want the prisoner of war shot! That's where the big zeros are! You ruined his life! Now make my day! So, jetzt wird's schwierig. Mach mal Wheelie! Fuck you, Beverly! This one's mine! Oh, no! It's that bottom feeder, Madison! Shit! He's getting the money shot! Du hast die Steuerung andersrum! Was? We can't let him steal my Explosion! Get alongside him! Ja, das ist das Schlimme! Ich hab die Fikir da! Aber das darf doch nicht wahr sein! Give it to me! Nimm den Controller! Mach den Wichser kalt! Tötet ihn! War das so schwierig? Oh, and this is coming from a fool that just tried to knock him off a moving motorcycle. Well, it's done now. A terrible accident, but life must go on. And I'm already late for my next stakeout. Let's go. Get the hell out of here. Oh shit, it's the cops. Get rid of them. Ja. Also das ist eine Herausforderung. Oh. Ich hab nichts gesagt. Good. Take care, get out of the way. Take him down. Ich muss hier mal durch. Lass uns Riesenrad fahren! Ja. Gute Idee. Go! I am not going down for this! Ich hätte dich jetzt so ausgelacht. There's a small parking lot by the Cafe Redemption Courtyard in Morningwood. Drop me there and you can keep the. Gut, das macht ihm nichts mehr. You've gotta be kidding me! Scheiß Autos hier. Look after your people. Man, I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. Okay. Don't ruin the vibe. I think I got a decent shot of Miranda back there. So we splitting what you get for the photo, 50-50, right? Yeah, well, I kind of thought the bike would cover your share. I mean, I did do all the work. Man, I probably shouldn't talk, dawg, but this is one fucked up line of work your ass in. It's about staying true to yourself. With muff shots? Miranda Cowan's 39 years old. We just made her day, man. They wanted the tramp. Genau das ist mir auch passiert. It's a beautiful, abusive relationship.
All right, homie. It's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place. You hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel pose. Hey. Come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Makase, lass uns bowlen gehen. So, wo speichern wir das denn mal? Speicherst du immer in der Cloud? Mhm. Cooler. Stimmt, ist eigentlich schlauer. Wenn dein Internet mal funktionieren würde. Mein Internet funktioniert. Leider nicht. Scheiße. Na, dann speichern wir es auf der Festplatte. Verstanden. Paparazzo. Voll erwischt. Paparazzi. So, Bild schön. Naja, Silber, immerhin. So, was machen wir denn als nächstes? Ja, theoretisch müssten wir ja eigentlich... Ein Folgenende setzen. Ja, das ist... Oh, hier, du willst nicht wirklich Schlepper fahren, oder? Ich glaube, du musst zu einem der anderen Charaktere wechseln, oder? Wieso? Ja, für weitere Missionen. Ich weiß es nicht. Na, es werden ja andere Missionen angezeigt. Theoretisch. Hey, du misslauniger Wichser. Ich gebe dir einen Bagger, den wir dir geklaut haben. Steht bei Tantchens Hütte. Die haben sogar Smileys eingebaut, Alter. Das nice. Das Spiel ist so realistisch. Okay, wir wechseln mal zu einem anderen Charakter, wie du sagst. Wir haben ja momentan nur Michael. Ich freue mich auf die Trevor-Mission, die erste. Oh ja. Er ist bei sich zu Hause auf jeden Fall. Ah, du hast recht. Oder auch nicht. Keine Zwischensequenz für uns. Messy people. Die können wir schlagen? Stay there. Lol. Und die macht einfach weiter, Alter. Nice. Na, Schnucki? Wie wär's denn mit uns? Die ist doch scharf. Ja. Oh, da. Eine Zwischenmission. Ein paar Transporter von Baxter treffen deren Lager. Ach, halt die Schnauze. So. Ein paar Transporter von Baxter stehen bei der Lagerhaus im Hafen von Los Santos. Sie haben Wachleute, also schlag hart zu oder schleich dich von hinten an. Ja, das kann ich ja gut. Sag jetzt nicht zu. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Schlagen hart von hinten zu, das machen wir. Wir schlagen hart von hinten zu in der nächsten Folge GTA 5 hinter den Dornenhecken. Bis dahin. Bis dahin, tschüss.